Nicht weinen, Baby. Mommy ist da. Wo sind deine Spielsachen? Du musst hungrig sein. Ich bin gleich wieder da. Schatz, kommst du? Beeil dich, es ist niemand da. Sieh dir dieses Baby an. Warum bist du so süß? Was? Ich esse mit dieser Hand. Was soll ich tun? Oh, ich bin so froh, dass ich dich habe. Ich hoffe, ich werde mehr Glück mit dem Baby haben. Hey Schatz, schau mal, was ich habe. Toll. Die Spinne ist mit der Beute zurück. Wir können gehen. Ich lasse dich nicht einfach mit einem Baby gehen. Unterschreibe erst alle Papiere. Welche Papiere? Die Adoptionsurkunde, oh je. Hast du sie gesehen? Jetzt haben wir offiziell eine Tochter. Wednesday Longlegs. Los geht's. Schatz, wir haben keine Milch mehr. Ich habe dir Cola eingeschenkt. What? Was? Wo ist Wednesday? Thing, ist das ein Scherz? Wo ist meine Tochter? Sie muss gekidnappt worden sein. Oh nein. Okay, Süße, hier ist dein neues Zuhause. Bist du glücklich, Schatz? Oh, das bin ich. Lass uns ein Foto zur Erinnerung machen. Ich glaube, Daddy wird meine Überraschung lieben. Er wird einen tollen Abend haben, wie jeden Abend mit mir. Mami, ich bin zu Hause. Ist das alles für mich? Ja, mein Schatz, ich habe dich so sehr vermisst. Ich auch. Komm her, ich küsse dich. Hey, wo will er denn hin? Was hast du heute gemacht? Toll, ich wusste, dass es nicht klappen würde. Hey, warum bist du so traurig? Lass uns Trump Trick gucken. Warum? Nur, warum? Wie kommen die überhaupt auf solche Ideen? So ist es besser. Heute ist ein besonderer Tag, also... Wow, das ist alles für mich? Warte, hier ist dein Geschenk. Wow, ich kann es kaum erwarten, es zu öffnen. Danke, Schatz. Wer ist denn da? Daddy, alles Gute zum Geburtstag. Das ist für dich. Halt dich fest. Danke, mein Schatz. Das ist das beste Geschenk aller Zeiten. Er hat nicht mal meins aufgemacht. Okay, mir reicht's jetzt. Du beachtest mich gar nicht mehr. Siehst du? Warten wir auf Gäste? Wer ist das? Ich bin genau der, nach dem du suchst, Mommy. Gigi Alpha Daddy. Bin ich am Schlafen? Komm mit mir, Baby. Was machst du denn hier? Und sie ist meine Frau. Hör auf zu reden. Leute, was meint ihr, wen soll ich wählen? Den neuen oder den alten Daddy? Schreibt es in die Kommentare. Wie kann ich eine Wahl treffen? Warte, ich habe eine Idee. Ich wollte dir einen Urlaub schenken, aber ich möchte ihn lieber mir selbst schenken. Ciao. Viel Glück, Verlierer. Oh nein. Das ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Jetzt bin ich ganz allein. Nicht wirklich. Liebes Tagebuch, Mommy hat uns heute verlassen. Daddy ist sehr verärgert, aber ich werde mehr Süßigkeiten bekommen. Wenn ich meine Memoiren veröffentliche, wird es ein Bestseller. Ich nenne es Wednesdays Tag. Jetzt ist es Zeit zu schießen. Zielen, schießen, ins Schwarze treffen. Tun wir so, als hätte es immer so ausgesehen. Was ist das? Lass es uns herausfinden. Bilde ich mir das nur ein oder sehe ich wirklich so aus wie sie? Haben sie mich gekidnappt? Wednesday, geht's dir gut? Soll ich den Notruf wählen? Was hat sie so überrascht? Oh nein, sie hat es gefunden. Ich muss es loswerden, sofort. Was war das? Was für ein seltsames Gefühl. Was wissen wir also? Ich habe hier alle Verdächtigen aufgelistet. Ich bin mir sicher, dass es eine Verbindung zwischen den beiden gibt. Harley und Ladybug. Huggy und Pikachu. Warte, warum ist er hier? Nein. Ich bin sicher, dass ich dieses Rätsel mit meinem eigenen Verschwinden lösen kann. Ich hoffe, ich habe genug Faden für die Untersuchung. Was? Ich war abgelenkt. What? Wer sind meine Eltern? Vielleicht Huggy? Was hast du vor? Nicht jetzt. Wer sind meine Eltern? Warte. Sieht aus, als hätte sie die Wahrheit herausgefunden. Wir müssen hier raus. Was soll ich jetzt tun? Ich muss wissen, was sie weiß. Oh, es ist noch etwas Tee übrig. Okay, ich habe keine Zeit. Toll, hoffentlich kommt der Tee nicht in mein Ohr. Das war eine schlechte Idee.
Freddy, was machst du denn da? Hey, sei still, mein Schatz. Okay, vielleicht gibt es etwas Interessantes. Wednesday. Wie geht's dir? Was hast du gerade gehört? Dein Becher ist leer. Du trinkst nichts. Ja, und? Vielleicht bin ich ja auf Diät. Okay, tut mir leid, ich habe einen Anruf. Er ist komisch. Puh, was für ein furchtbares Zahnweh. Ich werde diese antike Schokolade nicht mehr kaufen. Oh, hi Daddy. Was schaust du dir an? Oh, es tut so weh. Ich halte es nicht mehr aus. Komm schon, zeig es mir. Das sind alles Zähne. Siehst du? Das ist ja furchtbar. Du musst zum Zahnarzt gehen. Warte, ich habe Angst. Es ist nicht gruselig. Ich war noch nie bei einem Arzt. Kann ich jemanden mitbringen, der mich unterstützt? Teddy, du hast doch nichts gegen einen kleinen Spaziergang, oder? Dann lass uns gehen. Komm schon. Es ist noch gruseliger, als ich dachte. Und es ist so unhygienisch. Schatz, bist du sicher, dass es die richtige Adresse ist? Sieh an, sieh an. Was für eine Überraschung. Ah, hallo. Was für ein süßer Kerl. Nimm ihn mit. Nun, Mr. Longlegs, ich habe gehört, dass Ihre Zähne wehtun. Es ist Mr. Longlegs, richtig? Ja, dann mach es dir bitte bequem. Ist es nicht zu eng? Das ist es. Es wird nicht lange dauern. Sei stark, Daddy. Ich bin sicher, du schaffst das. Erst Teddy, dann du. Mr. Daddy, hast du dir schon mal die Zähne mit einer Säge herausschneiden lassen? Nein, bitte nicht. Nur bitte nur einen. Gibt es einen anderen Weg? Klar, aber eigentlich ist es viel langweiliger. Das ist Zahnseide, Sir. Das sieht sicherer aus als eine Säge. Warte eine Sekunde. Fertig. Und jetzt das Wichtigste. Das Dynamit. Bereit für etwas Spaß? Wer hätte gedacht, dass ein Streichholz einen erwachsenen Mann so sehr erschrecken kann? Zähle bis 10, Daddy Longlegs. Es ist deins. Können wir die Säge zurückbekommen? Ich kann dich nicht hören, Mr. Longlegs. Nur noch ein paar Sekunden. Oh, mein Zahn. Es tut nicht mehr weh. So gut wie neu. Doktor, ich danke dir. Wednesday, mir wurde ein Zahn gezogen. Warum nur einer? Puh, das war knapp. Oh. Ich will Zuckerwatte. Kannst du mir etwas Geld geben? Aha, du brauchst Geld? Lass mal sehen. Das ist für dich. Danke, Daddy. Einen Job suchen? Ernsthaft? Hab ich dich. Okay, sehr lustig, das reicht. Gib mir Geld. Ich habe kein Geld, mach was du willst. Willst du mich verarschen? Okay, ich muss wirklich einen Job finden. Ich habe eine Idee. Spinne, kannst du mir helfen, Zuckerwatte zu machen? Ich wusste, dass du mein echter Freund bist. Ich leihe mir deine Netze. Das war's und kein Zucker. Aber lecker muss es sein. Hey, warte. Ist das alles? Ich habe noch nicht zu Mittag gegessen. Baby, das ist leicht zu reparieren. Sieh mal, was ich hier habe. Deine Lieblingsgrillen. Guten Appetit. Oh, das gefällt mir. Danke, Kumpel. Ich hätte nichts dagegen, selbst Grillen zu zerkleinern. Wie geht es dir? Hast du einen Job gefunden? Besser. Süße Baumwolle. Danke, Schatz. Lass mich mal probieren. Was ist das? Wednesday, aber da sind Käfer drin. Hm, die Spinne und ich mögen es. Warte, was? Was habe ich gerade gegessen? Wieder ein wunderbarer Tag. Was ist das? Sieh dir nur diese Handgelenke an. Oh, diese Teenager. Störe ich dich? Was? Ist hier jemand? Es ist nicht so, wie du dachtest. Es war nur ein Virus. Ich habe ihn gelöscht und dann kam das hier. Starte einfach den Computer neu. Hast du dir auch ein Virus eingefangen? Oh, diese Teenager. Wednesday? Dieser Track ist für alle, die wissen, was die Straße ist. Was ist los mit dir, Süße? Ich bin im Hip-Hop-Daddy. Nein, 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 junge Dame. Weißt du, was jetzt angesagt ist? Parkour! Okay. Genau, das ist jetzt cool. Ha, Rückwärtssalto. Affenflip. Eine große Parkour-Zukunft wartet auf mich. Wednesday, sei vorsichtig. Du könntest dich verletzen. Wow. Parkour! Nicht so schnell. Lauf nicht weg. Parkour ist definitiv nichts für dich. Vielleicht solltest du lieber ein E-Mädchen sein. Probier es aus. Ich glaube nicht, dass sich etwas geändert hat, aber okay, es ist besser geworden. Meine Tochter ist so cool, ich bin so stolz auf sie. Der Frühjahrsputz ist so erfrischend. Ich muss alles wegräumen. Wednesday? Sie spielt sowieso nicht mit dir.
in die Kiste. Da kann Daddy sicher nicht widerstehen. Schließ dich deinen Freunden an. Wow, ich bin so glücklich. Sieht aus, als wäre es eine Schatztruhe. Geh zu Daddy. Oh, so glitschig. Zeit zum Ausruhen, Daddy. Es ist deine persönliche Sperrstunde. Wirf mein Spielzeug nicht weg. Hast du es? Okay. Warte, aber wie? Eine Münze war eine gute Idee. Ich habe sie zuerst gar nicht verstanden. Was? Du warst gerade in der Truhe. Es ist unmöglich. Ich habe es selbst gesehen. Du bist nicht Houdini. Wie bist du hier rausgekommen? Gibt es einen doppelten Boden? Jetzt bin ich dran. Spiel dem Schelm keinen Streich. Das wird dir eine gute Lektion sein. Du hast recht mit Houdini. Er ist mein Schüler. Puh, diese Erkältung bringt mich um. Dasselbe. Kannst du mal kurz aufhören? Hatschi. Weißt du nicht, dass du dir den Mund zuhalten musst? Oh, sieht aus, als wäre es meins. Beruhige dich. Ich habe eine Idee. Daddy, du musst dich aufwärmen. Das sollte helfen. Danke, Sonnenschein. Sehr lecker. Was ist das? Du wirst es bald herausfinden. Ich möchte mich wirklich hinlegen. Süße Träume. Wo bin ich? Liege ich in einem Sarg? Was ist hier eigentlich los? Wednesday? Was bedeutet das? Hey, ich glaube, ich kenne diesen Ort. Barbies Grab. Daddy Longlegs Grab. Nein! Wednesday, ich bin am Leben. Alles ist gut. Ich habe so hart gearbeitet. Okay, ich denke, ich sollte sie in Ruhe lassen. Wednesday, ich lebe. Wer braucht dich schon? Oh, Zauberkugel. Sag mir, wer sind meine Eltern? Wow, sie ist so schön. Das verdient ein Like. Mami, endlich habe ich dich gefunden. Vielleicht sollte ich sie anrufen. Ich glaube, sie wird sehr glücklich sein. Oder vielleicht auch nicht. Leute, helft mir. Schreibt in die Kommentare, ob ich Morticia anrufen soll. Vielleicht hat sie mich vergessen. Was ist das? Diddly-di, ich komme zu dir. Oh nein, Daddy. Er darf das nicht sehen. Ich kann nicht zulassen, dass er es herausfindet. Hey, sieh mal, wer da kommt. Es ist Daddy, der Tüdelü. Du bist so nervtötend. Ich kann einfach nicht. Oh ja, ich hoffe, das sieht niemand außer den Chum-Chum-Abonnenten. Sie ist so süß. Wednesday, ich habe Frühstück gemacht. Oh, es ist alles auf meiner Schürze gelandet. Oh, ich habe eine Idee. Hey, was ist hier los? Oh, Papa ist schon tot? Naja, ich schätze, er war ziemlich alt. Und dann ist da noch die ganze Sache mit den Erbschaftspapieren. Hey, ist das gerade passiert? Wurde ich gerade begraben? Okay. Sieben Tage. Spiel mit mir. Was? Hey, das ist Privatbesitz. Spiel mit mir. Was ist das für ein Geräusch? Oh, hey, ich mag dich. Hey, was gibt's? Oh, ihr habt euch schon getroffen. Beruhigt euch. Spielt vielleicht ein paar Videospiele. Ja, Kumpel, mach mal lauter. Ich frage mich, wie der neue Freund von Wednesday aussieht. Was ist das? Ah, Entschuldigung. Ist schon gut. Ich habe ihn auch satt. Es wird ein Meisterwerk. Ich habe nicht umsonst jede Staffel von Masterchef gesehen. Er ist so glücklich. Das muss ich ändern. Stimmst du mir zu, Fischi? Willst du mich nicht mitnehmen zu... Ich warte, bis er anfängt zu schreien. Und die guatemaltekische Würze. Der perfekte Geschmack. Oh ja. Lass dich nicht verbrennen, Daddy. Ah! Gut gemacht, Fisch. Ich habe sogar ein wenig Mitleid mit Daddy. Wo kommt der Piranha her? Ich weiß es nicht.
Weißt du es denn? Ist das nicht deine Nase, Daddy? Nein, hier ist meiner. Ich habe euch einen Streich gespielt. Töte mich. Hey, dieser Sabrina geht's gut. Oh, eine Vision. Sieh an, sieh an. Oh, mein Tee, er ist schon kalt. Aua, nein. Er ist heiß. Ich glaube, das hebe ich mir für Daddy auf. So, so. Alles ist genau wie in meiner Vision. Großartig. Oh, nein. Heiß. Oh, das war nicht in meiner Vision. Es ist an der Zeit, diese schrecklich bunte Wand aufzufrischen. Hey, was hast du vor? Oh, sag mir nicht, dass du renovierst. Nein, ich werde nicht zulassen, dass du alles schwarz streichst. Halt, Wednesday. Gut. Aua. Ich liebe dich. Warte einen Moment. Jetzt geht's los. Hier ist deine Brille, mit der wird alles zu deiner Lieblingsfarbe. Hm. Überraschenderweise mag ich das. Ich wusste, dass wir uns etwas einfallen lassen würden. Oh, sie hat schon angefangen? Ich wusste, worauf ich mich eingelassen habe. Schatz, ich habe dir Schlittschuhe gekauft. Willst du eine Runde drehen? Nein, auf keinen Fall. Oh. Oh, ich weiß. Du würdest gerne fahren, wenn du dein Lieblingsspielzeug statt der Hütchen hättest. Du kannst es versuchen, der Nachbarsjunge hatte die gleichen. Ja, ich habe sie ihm weggenommen. Lass mich dir helfen. Sie gehen nicht. Oh, nicht genug Likes. Hey, like dieses Video, damit ich lernen kann, wie mein Schlittschuh läuft. Oh, es hat geklappt. Ich gehe jetzt. Gut gemacht, Wednesday. Ich bin stolz auf dich, mein Mädchen. Hm, Mamas alte Kamera. Interessant. Es ist schon lange her, dass ich ein Foto gemacht habe. Mal sehen. Nein, das ist nicht gut. Das ist besser. Wow, das nenne ich mal ein Gefäß. Ich frage mich, wie es funktioniert. Ich hab's. Das ist genug. Wir sollten dieses Selbstporträt aufhängen. Es ist genau hier perfekt. Hey, wofür? Ich glaube, mein Gehirn ist gerade explodiert. Klebeband? Tape. Stellt er sich schlafend oder ist er tot? Schlafend. Ich könnte ein wenig nachhelfen. Nur ein paar Knochen. Er trägt sowieso keine Ringe. Was? Ah! Nein, nicht, bitte! Schade. Genug der Witze. Ich kann mich rächen. Das werde ich tun. Psst. Ich ziehe mein Lieblingskleid an. Hey, das ist es definitiv nicht. Was ist mit meinem Kleiderschrank los? Was? Das ist meine persönliche Hölle. Genauso habe ich sie mir vorgestellt. Herausforderung angenommen. Ah, nein, das ist ein Witz. Kein Feuer im Haus. Was machst du da? Du kannst das Haus nicht niederbrennen, egal was passiert. Hörst du mich? Was mache ich falsch? Ich versuche, ein guter und lustiger Vater zu sein. Was? Genau. Sie hatte ihre eigene Familie, bis Mommy sie entführt hat. Meiner Tochter zuliebe werde ich eine Kopie von Mommy. Das ist wahrscheinlich besser als Daddy. Ja. Ich werde wie Gomez Adams sein. Das wird nicht schwer sein. Vielleicht hört sie dann auf mich und liebt mich. Hey, wer sind Sie? Raus aus meinem Haus.
Wednesday, ich bin dein Daddy. Erkennst du mich nicht? Nein, das ist mein Daddy. Und du bist nicht er. Ich habe mich gerade umgezogen. Raus hier. Aber ich... Auf Wiedersehen. Ich wollte nur helfen. Und jetzt werde ich in einer Müllhalde leben. Oh, was ist das? Sei du selbst? Das ist so blöd, aber einen Versuch ist es wert. Mein altes Zeug. Ich muss den alten Daddy zurückbekommen. Und die Sehkraft könnte ich auch brauchen. Und Konfetti. Hallo, mein Schatz. Willkommen in der Wilson-Familie. Genau das habe ich befürchtet. Ich hasse Böller. Sie explodieren und niemand stirbt. Wow, wie hat sie das gemacht? Okay. Hallo, ich bin dein neuer Papa. Und das ist dein neues Zuhause. Dann triff Thing, Papa. Ist das eine Hand? Wow! Ich werde ihn wieder zu Bewusstsein bringen. Wow! Für eine Sekunde dachte ich, du hättest drei Arme. Da ist er wieder. Okay, Zeit zum Auspacken, meine Schätze. Hey Süße, ich habe ein Geschenk für dich. Gefällt es dir? Ja, danke. Scheint so, als würden wir uns langsam verstehen. Oh, ich bin gleich zurück. Keine Eile, Papa. Ich habe dir noch mehr Spielzeug mitgebracht. Was? Begräbst du Kissy Missy? Ich glaube, ich habe Angst vor meiner eigenen Tochter. Aber warum? Gib sie mir. Es ist Zeit, dass auch sie unter Qualen sterben. Schatz, bitte nicht. Vielleicht könntest du einfach spielen? Oh ja, ich werde spielen. Das wird lustig, wir werden ein Begräbnis haben. Sprecht euer Beileid aus, solange ihr noch könnt. Und du auch. Diese Spiele sind so seltsam. Bist du bereit? Tadam! Das ist dein Schulspind. Ich habe die Aufkleber darauf geklebt und hier ist dein Name. Gefällt er dir? Nein. Warte, das ist noch nicht alles. Bleib hier. Er ist so nervig. Oh, ist das eine Spinne? Ich liebe Spinnen, die sind so niedlich. Ich habe eine Idee. Ich werde meinen Spind in meinem eigenen Wednesday-Stil verändern. Es gibt einen Platz für die Spinne. Ich werde sie meine Sachen bewachen lassen. Jetzt sieht es cool aus. Ich habe mehr Aufkleber mitgebracht. Oh, hast du ihn selbst dekoriert? Er ist düster. Du bist trübsinnig. Sie träumte davon, in die Arme des Todes zu fallen. Wie läuft's mit deinem Tagebuch? Schau mal, was ich habe, eine Lampe. Es ist furchtbar. Ich mag das Licht nicht. Okay, setz wenigstens deine Brille auf. Was? Ich werde ihn im Schlaf umbringen. Das steht dir so gut. Endlich ist er weg. Thing, nimm die Lampe weg. Ich mag sie nicht. Ja, du kannst sie einfärben. Wähle etwas weniger Nerviges. Oh, das sieht viel besser aus. Du kannst gehen, wenn du fertig bist. Toll, jetzt gefällt es mir und ich brauche das Licht nicht. Ich liebe die Dunkelheit. Ich muss diese Glühbirne aufrüsten. Danke, Thing. Du bist startklar. Oh ja, jetzt habe ich immer eine Spinne zur Hand. Die dunklen Abgründe ihrer Seele brachen hervor und bedeckten die ganze Welt. Ach, die Königin der Dunkelheit braucht eine Dusche. Oh, Süße, nein, ich war zuerst hier. Du kannst nach mir gehen. Er überschreitet alle Grenzen. Zeit, ihm eine Lektion zu erteilen. Was ist mit Piranhas, Papa? Ich hoffe, du magst Fische. Aua, was ist das? Oh nein. Ah! Ciao, ciao, Papa. Ich glaube, mit dir bin ich fertig. Angsthase, das sind nur die Aufkleber. Mein dunkles Make-up, wo soll ich es hinlegen? Es gibt keinen Schminktisch. Hallo, Süße. Oh, ist das dein Make-up? Ich werde einen speziellen Platz dafür machen. Dein Vater kann alles. Fertig, was denkst du? Schau dir dieses Regal an, das ist cool, ja? Weißt du, Papa, ich kann auch mit dem Hammer umgehen. Ich zeige es dir. Das ist das perfekte Schminkregal. Aber es sieht aus wie ein Sarg. Das ist der Sarg.
Hey, welches Regal gefällt dir besser? Schreib es in die Kommentare. Wir hängen das auf, für das du dich entscheidest. Wednesday. Donnerstags schauen wir Komödien. Das ist eine Familientradition. Manchmal denke ich, es könnte nicht schlimmer sein. Und dann? Ich liebe Jim Carrey. Ich wünschte, ich wäre tot. Sieh ihn dir an. Oh, das ist lustig. Oh nein, wir haben kein Popcorn mehr. Ich habe keinen einzigen Grund, hier weiter zu sitzen. Ich werde mehr machen. Eine schwarze Witwenspinne, einige giftige Kakerlaken, Seetang, Rattenhirn, ein Tausendfüßler, ein Drachenauge und eine Prise Schlangen zum Probieren. Das Popcorn ist fertig. Lecker! Oh, frisches Popcorn, das ist cool. Ja, das will ich auch probieren. Was für eine gruselige Kiste. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Wir werden sehen. Autsch! Lass los! Es tut weh, hör auf! Autsch! Wednesday, Hilfe! Dieser Jim Carrey ist wirklich lustig. Das ist lustig. Kannst du leiser lachen? Ja, tut mir leid, Schatz. Ich bin so stolz auf unsere Familie. Wednesday, komm her, Süße. Schau mal, das ist unser Stammbaum. All diese Leute sind deine Vorfahren. Weißt du was? Lass uns dich in dieses Album aufnehmen. Jetzt machen wir zusammen ein Foto. Oh, und wer drückt den Knopf an der Kamera? Finn kennt sein Geschäft. Seine Fotos waren auf der Mailänder Ausstellung. Lächeln. Tschüss sagen. Wir sind eine lustige Familie. Cool, das wird bestimmt toll. Lass mal sehen. Was? Wie ist das möglich? Hast du geblinzelt oder was? Warte mal. Jetzt hast du Wednesday auf dem Foto hier. Bist du jetzt zufrieden? Ja, cool, wie eine echte. Lass es uns ins Album packen. Großartig, das gefällt mir wirklich. Meine Organsammlung wächst. Es ist wichtig, sie unter den richtigen Bedingungen aufzubewahren. Eines Tages werden Menschen in Not darum bitten, sie zu benutzen und ich werde ablehnen. Cool, das schreibe ich in mein Tagebuch. Schatz, hast du einen Moment Zeit? Wie wäre es, wenn du deine Garderobe auffrischst? Wow, das ist gruselig. Du hast viele dunkle Sachen. Können wir etwas Pink in deinen Stil bringen? Deine Mutter hat dieses Kleid getragen, als sie jung war. Da habe ich mich in sie verliebt. Ich muss es anziehen? Ja, bitte, tu es für mich. Aber vielleicht sollten wir die Böden lieber mit diesem Lack putzen. Oh, Süße. Du bist so schön. Du siehst genauso aus wie deine Mutter. Siehst du? Stimmt etwas nicht, Papa? Ah, meine Tochter! Nein! Ich sehe, es hat dir gefallen. Aber du... Hast du mein Phantom schon kennengelernt? Hallo, ich bin Freitag. Oh, das ist unheimlich. Kannst du ihn bitte weglegen? Mach dich auf eine große Überraschung gefasst. Tada, das ist für dich. Herzlichen Glückwunsch. Ich verstehe es nicht. Was ist das? Es ist ein Geschenk. Okay, ich bin weg. Was ist denn schon wieder los? Du hast nicht mal hingesehen. Es ist ein Cello. Okay, lass es da. Oh, was willst du? Ja, ich kann Cello spielen. Okay, du willst die Musik, du bekommst sie. Oh, du hast deine Meinung geändert? Coole Melodie. Ich spiele mit. Und eines Tages spielst du vielleicht und ich tanze. Was war das? Hör auf! Thing, mach die Musik aus. Oh, okay, das war's. Ich gehe jetzt. So ist es besser. Oh ja, Thing, ich bin froh, dass ich deinen Musikunterricht und meine Tanzstunden bezahlt habe. Was ist hier los? Papa! Oh, das ist zum Kotzen. Wie kann ich das nur übersehen? Nein, ich wärme mich nur auf. Okay, ich gehe ins Bett. Thing, mach das Licht aus. Toll! Sieht so aus, als wäre sie eingeschlafen. Es ist Zeit für meinen Plan. Blöde Kiste, ich beiß dich auf. Aua. Ah, du, pass auf. Aua. Damit kommst du nicht durch. Das war's. Igitt, gruseliges Ding. Ich werde die Magie beherrschen und dann wird sie mich respektieren. Es funktioniert, cool. Nun ja. Oh, ein Zaubertrank. Ich bin ein echter Zauberer. Ich hoffe, sie schöpft keinen Verdacht. Ich werde meine Tochter von einer dunklen Prinzessin in eine helle verwandeln.
Das wird eine Menge Zaubertrank brauchen. Sie ist zu dunkel. Oh, ich hoffe, es ist Blut. Hm, lecker. Ich fühle mich irgendwie komisch. Ich will den Leuten guten Morgen sagen. Oh nein, 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 nein. Ich bin ein ganz normales Mädchen. Süßer guter Morgen, du siehst toll aus. Nein, das ist ein Albtraum. Ich will ich selbst sein. Warum klappt das nicht? Oh, keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Jetzt siehst du aus wie eines der Blackpink Girls. Du hast ein bisschen was von allen. Wirklich? Cool. Ich habe eine Idee, lass uns unsere eigene Band gründen. Du willst, dass ich singe? Okay, ich werde es versuchen. Du schaffst das. Und eins und zwei, lass uns rocken. Oh ja, fühl den Beat. TNT, I'm dynamite. Papa, hör auf. Das ist sehr laut. Es ist zu weit gegangen. Ich gehe zurück zu meinem Ex-Vater. Er ist wirklich cool. Nicht wie du. Es tut weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie hat ihr Talent nicht geschätzt. Das Mädchen ist sehr aufgebracht. Sie glaubt nicht mehr an ihren Traum. Natürlich hörte Papa sie 4 Oktaven lang schreien. Die Hauptaufgabe eines jeden Vaters ist es, die Träume seiner Tochter wahr werden zu lassen. Jetzt ist Mollys Ruhm sein Problem. Während Mama das Frühstück machte, suchten Papa und Molly nach Sachen, die sie für das Video brauchen. Sie mussten Mama mit einem alten Trick ablenken, um mehr rohe Eier zu bekommen. Papa wird auf jeden Fall einen blauen Fleck auf dem Rücken haben. Mama hat sich so sehr angestrengt, ihm zu helfen. Er wird am Wochenende seinen Manualtherapeuten besuchen, um es zu reparieren. Papa würde alles für seine Tochter tun. Eierkartons sind die beste Schalldämmung. Sie müssen sie nur streichen und an die Wand kleben. Jetzt ist die zweite Koje ihres Bettes das Studio, in dem zukünftige Welthits geboren werden. Molly braucht auch helles Licht zur Inspiration. Ihr Papa ist der beste Papa der Welt. Nach deinem Papa natürlich. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal bei Troom Troom Trick.